Leute, es tut mir leid, ich konnte es leider nicht verhindern. Hallo? Do you wanna fuck with me? Na, jetzt wo ist der jetzt? Ich hab Angst. Okay, er kommt und wir sind tot. Ich schaue ihn nicht an, weil sonst gehen wir nur kaputt. Geistig. Okay, er geht dahin. Sehr gut. Er geht dahin. Okay, da vorne scheint er irgendwo zu sein, so wie wir da hingucken. Ja, da vorne scheint er zu sein. Wir werden sterben, wir werden sterben. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich muss dem jetzt hinterhergehen und den austricksen. Das heißt, ich muss warten, bis der da rüber geht und jetzt vorbei. Hoffen, dass es da weitergeht. Yes! Komm, 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 Daniel. Schön weiter. Du hast es gleich geschafft. Fragt sich nur was, aber wir haben es gleich. Komm. Ding habe ich aufgefüllt? Okay. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Alter, wer denkt denn so? Ich fühle mich wie gerädert, ne? Also wer weiß, woher der Spruch kommt, der weiß vielleicht oder kann ahnen, was uns jetzt gleich erwarten wird. Und ich gebe euch einen Tipp, mir gefällt's nicht. Nein. Das Rad. Wenn jetzt so ein Schockmoment kommt wie vorhin, tick ich aus, okay. Alles klar, nur so ein Rad. Ein Stück Kugel, wir haben schon 5. Wir haben es bald. Komm schon, Daniel. Weiter geht's. Vielleicht haben wir das sogar die Aufnahme. Ja, voll geil. So, dann fass mal an. Zeig mal, was die hier alles durchgemacht haben, so die Leute. Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um seine Beine legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Ja, das nenne ich mal Gnade, ne? So viel Gnade muss der haben. Boah, ey. Ich glaube, ich wäre auch geistig gaga, wenn ich der Daniel wäre.
Okay. So wie die Rentner sich jetzt nicht verziehen, denke ich mal, da vorne dürfte der nicht sein. Ich hoffe es zumindest. Und uns fehlt jetzt, glaube ich, noch ein Teil der Kugel. Kann ich die schon zusammenfügen? Nein. Sie bleiben nicht zusammen, ach so. Die? Nein, schade. Okay, wo muss ich dann hin? Ist die Frage aller Fragen. Und warum sind wir so geistig? Was, ich question dich doch gar nicht. Keine Ahnung, was der jetzt von mir wollte. Der Lappen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich mach jetzt mal die Lampe aus, damit wir uns die Lampenöle da drin sparen. Und... ich hoffe, dass hier bald die Tür kommt. Okay. Wo sind sie denn? Kommen sie raus! Ich werde jetzt nach Taktik spielen. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass der mich umgeht und dann... ich habe Angst. Da ist er irgendwo. Der geht von mir weg, das ist sehr gut. Geht von mir weg. Ich sehe ihn zwar so gut wie gar nicht, aber er geht von mir weg. Und das heißt, ich kann mich jetzt hier lang schleichen. Und in meinem geilen Stealth-Mode. Okay, da ist er. Es ist aber vorbeigegangen, das heißt, wir gehen weiter. Schön weitergehen. Und ich hoffe, hier ist jetzt das Tor zur letzten Scherbe. Es sieht so... boah, ey, verpiss dich, du scheiß Vieh von meiner Kamera her. Ey. Bist du jetzt... hier, jetzt... boah, die Viecher räum ich kirre. Okay. Giftiger Pilz. Was ist das für ein geiles Geräusch? Der sollte einfach zu lösen sein, dann... oh. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Giftdrüse genommen. Also, wir haben so viele Sachen, ne? Und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich meine... das zeigt ja nur, dass das Spiel noch lange nicht vorbei ist. Hä? Ist das eine Kuh oder bin ich blöd? Oder beides? Alter, ich weiß, dass jetzt wieder irgendwas passieren wird. Ich weiß es einfach. Die steht nicht ohne Grund da. Ich will da nicht. Ich schau weg, 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 ich schau weg. Okay. Okay, cool. LOL! Ich hoffe für die Kuh. Oh, cool. Dass es keine Abwasserleitung ist. Also die füllen die ja ab, was ist denn das? Ich kann jetzt was anzünden. Ja, hammergeil. Der Verräter wusste nicht, was er von dem missmäßigen Bullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versenken und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass er sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenen Bullen brüllen hören. Ich will das nicht... kann ich das aufmachen?
Puh. Okay, kann ich da vielleicht irgendwas reinlegen und brennen? Nö. Gift? Nö. Seil wahrscheinlich auch nicht. Matschknochen auch nicht, also ich kann da nichts reinlegen. Was irgendwie geschmolzen oder gebrannt werden könnte. Und ich kann hier was anzünden, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ob da so eine Scherbe rauskommt, ich weiß es nicht. Scherbe! Wisst ihr was? Ich tue es einfach, um des Tuns willen. Ich hätte das besser nicht tun sollen, glaube ich. Aber ich habe Angst, dass mein PC den Speicher nicht packt hier, weil ich jetzt eine Stunde aufnehme. Ich bete nur. So, steht hier irgendwo... steht etwas von einer Mischung, die aus der... Ach, Notizset steht was. Schön, das ist ja toll. Notizen. Steht das hier oder wie? Ich überfliege mal kurz. Giftige Pilze. Lebensessenz. Tamter. Ja, er sagt mir, dass er Körper freien könnte, ohne dass töten, indem ich in einen Turm komme. Aus Lähmungsmittel, Lebensessenz. Giftige Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte vorbehalten zu sein. Okay, den haben wir. Das könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Bei der nächsten Folter, okay. Tote Menschen haben wir in Masse rumhängen irgendwo. Tamte hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des Wasserbewohnenden. Ach! Der Schmierknochen, oder was? Ach so, wir brauchen das also, um hier Agrippa rauszuholen. Also den und Blut. Leute. Jetzt muss ich nur noch... Hä? War der vorher schon da, oder bin ich blöd? Oh, hier sieht's nicht wirklich aus. Wie komme ich jetzt zurück? Fuck! Okay, irgendwie muss ich jetzt einen Ausgang finden. Scheiße. Leute, das wird lustig. Also zum Abgrund und dann den Weg rübersuchen. Der muss doch hier irgendwo andere Seite. Hier irgendwo sein. Und ich glaube, ich werde dann... entweder muss ich dann Aufnahmepause machen, weil ich weiß nicht, wie viel Speicher ich eben noch habe. Werde ich ja dann sehen. Mal gucken, ich spiele jetzt noch ein bisschen, weil ich habe gerade Bock, ey. Es ist 3 Uhr zwar, aber mein Zimmer wie immer stockdunkel und alles. Oha, es regnet nur. Ist mir egal, ich gehe das rein. Ich werde jetzt versuchen, von den toten Körpern Blut zu extrahieren, wie es denn so schön umgeschrieben wird, und dann... Moment mal. Dieses komische Sekret von wegen Knochen hier, das ist nicht von dieser Welt. Also was verdammt ist in dem Brunnen, ey. So, ich hoffe mal,
Die hängen hier nicht mehr. Fuck. Wo kriege ich jetzt Blut her? Leute. Ja, toll, soll ich... Ja, toll. Mal schauen, vielleicht finde ich ja noch Blut. So, ich werde jetzt mal gucken. Wo kommen wir denn hier zurück? Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Vielleicht weiß ja der Geist etwas hier. Vielleicht kann ja Agrippa uns etwas helfen, den Weg zu finden. Ansonsten werde ich einfach mal schauen, dass ich die Kugelteile vielleicht hinsetzen kann. Nein, danke, ich verzichte. Ich verzichte. Was there something else? Incredible. You found Vi's recipe. Then there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. Alles klar. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate, Daniel. Please, find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Ich will dich aber nicht retten, du Arsch. Du gehst mir auf die Eier. Man braucht ein spezielles Tonikum. Ja, okay. Das ist ja alles schön und gut. Und wo kriege ich Blut her? Kann ich von dir Blut nehmen? Wenn ich dich anhacken? Ich habe ja nicht mal mehr den Bohrer da, der ist ja abgebrochen. Before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my faith is in your hands. Ja, ich würde den schon gern retten, aber ich brauche halt Blut. Ich weiß nicht, wo ich das herkriege. Blut einer gefolterten, geknechteten Seele. Aber ich brauche das ja in Mengen. Boah. Wo kriegt man Blut her? Ich glaube, ich werde jetzt hier mal eine Aufnahmepause machen, weil ich habe Angst, dass meine Festplatte verläuft. Ja, freut mich, dass ihr diesmal dabei wart. Eine Stunde Amnesia hier gezockt zusammen. Und ja, nächstes Mal machen wir uns dann entweder auf die Suche nach Blut oder wir schauen mal, ob wir die Teile auch so reinsetzen können. Natürlich möchte ich eigentlich Agrippa retten, aber vielleicht geht's auch ohne, ich weiß es ja nicht. Könnt ihr mir ja hier unter das Video sagen, ob das denn möglich ist überhaupt. Und ja, ich würde da mal sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ja, bis denn, ne? Tschüss!